Nach 4 Jahren Marktpräsenz soll am 24. März der neue BMW 5er auf den Markt kommen. Die Münchner bescheinigen dem neuen Modell einen geringeren Verbrauch und eine einfachere Bedienung. Diverse Fahrassistenzsysteme sollen zudem den Komfort und die Sicherheit steigern. An der Hülle wurden einige optische Änderungen vorgenommen. Die charakteristisch geformten Scheinwerfereinheiten sind in neuer Klarglasoptik ausgeführt. Transparente Lamellenverblendungen kaschieren die Blinkleuchten und Chromeinfassungen unterstreichen den edlen Anspruch. Eine zusätzliche Lichtkante für den Schweller lässt die Karosserie in der Seitenansicht noch gestreckter erscheinen. Die Rückleuchten sind, analog zu den Frontscheinwerfern, ebenfalls in einer neuen, hochwertigen Klarglasoptik gehalten und weisen nun LED-Blinkleuchten auf. Der komfortabel ausgestattete Innenraum macht den 5er zum idealen Reisefahrzeug, das den Ansprüchen jedweder Käuferschicht gerecht wird. An der Spitze der Motorenpalette stehen 2 Achtzylinder-Triebwerke. Der von einem 4,8 Liter großen und 367 PS starken V8-Motor angetriebene 550i beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 250 Stundenkilometer limitiert. Die Palette der Dieselmotoren reicht vom 2-Liter Vierzylinder im 520D mit 163 PS bis zum reinen Sechszylinder mit 3 Litern Hubraum und 286 PS im 535D. Das Einstiegsmodell 523i mit 190 PS kostet 38.500 Euro. Bei den Dieselmodellen markiert der 520D für 37.250 Euro den Einstieg.